Truck-Trial-Saison 2011 biegt so langsam auf die Zielgeraden. Willkommen, liebe Trial- und Offroad-Freunde da draußen an den Bildschirmen zum vorletzten Lauf des Europa-Truck-Trial 2011. Wir sind in Mauer, einem Ortsteil von Amstetten in Österreich. Wer es nicht weiß, seit ein paar Jahren ist hier der Hauptsitz der Truck-Trial-Organisation, der OVS. Die Läufe in ganz Europa veranstaltet. Aber zum allerersten Mal in 22 Truck-Trial-Jahren findet hier ein Lauf statt. Immerhin kommen von hier namhafte Teams, doch dazu gleich mehr. Ein tolles Gelände, das war die allgemeine Meinung. Eigentlich das Betriebsgelände einer Firma für Transportbeton. Ja, nach vielen schönen Jahren ist Volzberg heuer nicht mehr möglich gewesen. Wir haben dann kurzfristig ein tolles Gelände in Ibs-Bersenbeug gefunden, welches aber dann mit verschiedenen Pachtvertragsverhandlungen leider Gottes auch kurzfristig Ende war. Wir haben dann Gott sei Dank in meiner Heimatstadt dieses Gelände ausfindig gemacht, waren herzlichst aufgenommen und konnten mit viel Unterstützung von den einheimischen Freiwilligen und so diesen Lauf ausrichten. Tja, das war der Jürgen Funke, einer aus dem Triumvirat der OVS, des Veranstalters der Truck-Trial-Europameisterschaft. Und wie er selber sagte, hier in Amstetten zu Hause, wie auch Sepp Auinger, der erfolgreichste Truck-Trialer aller Zeiten. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Wir starten mit der Klasse S2 und hier mit Bohumir Kapp und seiner Beifahrerin Dana Linova auf dem Avia 31T. So etwas wie der tschechische Unimog. Die Firma Avia, die ja seit vielen Jahren schon zum Daewoo-Konzern gehört und insbesondere leichte und mittlere LKWs baut. Alter Traditionshersteller in der Tschechoslowakei, kommt ursprünglich aus dem Flugzeugbau. Fein zu sehen, die Millimeterarbeit und auch die Kommunikation an Bord. Beifahrer bzw. Beifahrerin wird ja auch scherzhaft der sprechende Außenspiegel genannt. Weil derjenige auf der rechten Seite natürlich immer die Meldungen zum Fahrer geben muss, wie viel Abstand zur Torstange haben wir noch. Oh, hier reicht der Abstand nicht ganz. Berührt. Dann geht es natürlich darum, die Torstange nicht zu brechen, weil das bringt erheblich mehr Strafpunkte. So ein Berührer, naja, den kann man dann doch schon verschmerzen. Alte Tradition, Sektion beendet, kurzes Signal. Und die Zuschauer hier in Amstetten freuen sich darüber, endlich einmal Truck-Trial blechnah erleben zu können. Und wie nah, das sieht man hier wunderbar an den Gebrüder Kassen aus Mollbergen, die diese Schrägtour unmittelbar in Nähe der Zuschauer absolvieren. Die beiden hatten ja beim vorangegangenen Lauf in Ostrava in Tschechien Protest gegen die Technik eines tschechischen Fahrzeugs eingelegt, das dann in der Wertung vor ihnen lag. Aber dieser Protest kam ebenso wenig über den Berg wie hier die beiden mit ihrem Unimog. Das obere Tor war dann doch nicht zu erreichen. Aber so geht es den beiden schon während der ganzen Saison. Irgendwie so ganz nach oben kommt man nicht. Man ist zwar immer vorne bei der Musik dabei, aber so richtig spitzenmäßig läuft es nicht. Das tut es leider auch nicht bei Lukas Offner und Walter Schlagbauer, einem weiteren Team aus Österreich. Ups, und da war die Torstange schon futsch. Diesen kleinen Abhang hinunter, bevor der Unimog die gleiche Richtung einnimmt. Und das natürlich mit viel Feingefühl. Hier geht es ja auch um das Risiko, kippen zu können. Und deshalb gerade bei diesen kurzen Fahrzeugen natürlich rückwärts und nicht vorwärts. Jetzt noch einmal ein
Angriff auf den Nächsten, viel Schwung. Mal sehen, ob auch hier der Kommissar wie soeben springen muss. Nein, kein Problem und die Torstangen stehen auch noch. Wunderschön gemacht, aber eben nicht so kontinuierlich, als dass es am Ende oder gegen Ende der Saison zu einem der vorderen Plätze reicht. Das wird es aber auf jeden Fall für die hier, die amtierenden und wahrscheinlich auch neuen Europameister Tomáš Prasák und Ondřej Vodička aus Tschechien, aus der Tschechischen Republik, vom Traktral Club Lom. Hier wunderschön, er fährt gegen die Bremse, das heißt Bremse und Gaspedal gleichzeitig in Betrieb und versucht so den Anstellwinkel des Fahrzeugs zum nächsten Tor zu optimieren. Das ist dann schon hohe Schule im Geländefahren vom Tomáš Prasák, den wir hier ganz nah im Cockpit bei der Arbeit beobachten konnten. Dieser Hang doch etwas flacher im Winkel, sodass man hier gut vorwärts fahren kann, ohne das Risiko, einen ungewollten Kopfstand zu machen. Schöne Bilder, das ist Traktral pur. Extrem schräg und dann noch über eine Kuppe und dann schräg durchs Ausgangstor. Da ist natürlich auch immer die Gefahr, so die allerletzte Torstange noch mitzunehmen. Und auch die gibt genauso viele Strafpunkte wie alle anderen Torstangen vorher. Immer eine Menge Leute dabei und natürlich große Freude bei den Landsleuten, weil den Titel kann man den Jungs hier wahrscheinlich auch in diesem Jahr nicht mehr nehmen. Das wäre dann ein glatter Hattrick. Also, Traktral Club Lom vor Team Minimog, die Kassenbrüder und dem Avia von Bohemia Cup und Dana Linova. So das Ergebnis in Amstetten und so auch die Reihenfolge in der Meisterschaft. Da kommt ja schon fast Sahara-Feeling auf, Rallye Dakar-mäßig. Einen großen Sandberg runter, leider keine Düne, wie irgendwo in Marokko. Obwohl der hier passenden Anstrich dazu hat, Zebra-mäßig, Afrika-Look. Nennt sich ja auch so das Team Zebra-Sill von Bernhard Fuchs und Michael Mittergeber aus Österreich. Na, der Ausblick nach vorne ist natürlich bei diesem Auto zusätzlich etwas eingeschränkt durch die lange Haube. Die schieben halt den Horizont immer noch ein wenig vor sich her. Das ist dann beim Anpeilen der Torstange unter Umständen hinderlich. Hier geht's rückwärts. Da muss natürlich insbesondere auch der Beifahrer aufpassen, weil nur auf Spiegel fahren sollte man sich hier dann doch nicht verlassen. Zumal es hier gleich hinter dem Tor auch in eine Schrägfahrt geht. Zebra-Sill auf der Serienklasse S3 unterwegs hier. Und die Stimme im Hintergrund gehört zu Udo Klöhr, dem Streckensprecher des Veranstalters, der immer dann zum Einsatz kommt, wenn die Sprache Deutsch die jeweilige Nationalsprache ist. Also in Deutschland und in Österreich insbesondere. Sauber diese lange Steilabfahrt. Hier fehlerfrei absolviert. Die stehen natürlich wie immer nicht ganz richtig, aber das kennen wir von denen schon. Damit meint er wahrscheinlich weniger das Team Killeman, der Udo Klöhr, weil die standen schon ganz richtig, um dieses Tor sauber absolvieren zu können. Killeman, der Führende in der Meisterschaft, der aber plötzlich gejagt wird von Udo Heidenreich, der beim ersten Lauf gar nicht da war. Der sagt, oh, in diesem Jahr will ich einfach mal schauen. Der neunfache Europameister
der nach außen hin so tat, als habe er gar keine Ambitionen auf einen weiteren Titel. Und hier gegebenenfalls sogar gleichziehen kann mit Gottfried Kelemen, dem Österreicher, im SIL 131. Bis hierhin alles gut. Und der Kommissar gibt das Startzeichen für Udo Heidenreich und Jacqueline Alfas in dem bärenstarken Unimog 2450. Der pfeift mal eben den Hang rauf. Hier nochmal eine wunderschöne Onboard-Kamera seitlich hinter dem Fahrerhaus angebracht. Ja, und wenn Udo Heidenreich angeblich zu Saisonbeginn auch keine Ambitionen hatte, so lief es dann doch so gut, dass er vom Ehrgeiz gepackt wurde. Schließlich ist er durch und durch Motorsportler. Und jetzt will er es natürlich wissen. Schafft er es mit dem Führenden, mit dem Team Kelemen, hier gleichzuziehen? Nicht irritieren lassen durch die zwei Startnummern. Es zählt die 301. Klasse ist 3 und die 1 steht für den amtierenden Meister in dieser Klasse. Die andere Startnummer gehört zu einer anderen Veranstaltung. Viel Konzentration. Die beiden mittlerweile sehr erfahren im Zusammenspiel innerhalb der Sektion und da pfeift Heidenreich im hörbaren Sinn des Wortes den Hang hinauf. Aber worauf da auch wieder runter? Hier aber gleichzeitig auch raus aus der Sektion und rein in die Wertungsspitze. Sieg für Heidenreich Alfas und damit Punktgleichheit mit dem Team Kelemen. Und das einen Lauf vor dem Finale. Das wird spannend. Also Heidenreich vor Kelemen und Zebrasil. So die Reihenfolge im Lauf und in der Meisterschaft jetzt punktgleich Heidenreich und Kelemen. Heidenreich sogar auf 1, weil er mehr Siege hat. So, einmal durchatmen. Und dann biegen wir auch in die zweite Hälfte unserer Zusammenfassung und wir sind bei den großen Prototypen. Der sieht gar nicht so aus, hat auch nicht unbedingt die Vorteile eines Prototypen. Aber wenn ein Fahrzeug, das hier zudem gerade auch noch eine Torstange, punkteträchtig malträtiert, wenn so ein Fahrzeug nicht den technischen Regeln der jeweiligen Klasse entspricht, kann er entweder nach Hause fahren oder er hat die Möglichkeit, bei den Prototypen mitzufahren, weil bei denen ja so gut wie alles technisch erlaubt ist. Und so ging es hier auch dem Team Koren Erdbau, wobei die speziell in dieser Situation ihrem Namen alle Ehre machen. Da werden gleich mal so ein paar Kubikmeterchen Erde verlagert, disloziert. Ural in Tarnfarbe, warum auch immer, vielleicht damit der Kommissar nicht so genau hinschauen kann.